zuschaut. Heute gibt es, wie ihr vielleicht vermuten mögt, einen Cocktail. Und zwar den Big Apple 43. Der hat bei der 9. Cocktail Competition von Likör 43 sogar den ersten Platz gemacht. Deswegen zeigen wir ihn euch heute mal. Ein paar sehr merkwürdige Zutaten, wo ihr vielleicht jetzt gleich die Nase rümpfen werdet. Aber er schmeckt tatsächlich. So, was brauchen wir dafür? Natürlich ein London-Glas, ein Barsieb, ein Shaker. Wir nehmen gerne den Boston-Shaker, einen Barlöffel, auch wenn das keiner ist, aber es ist ein Teelöffel mit einem langen Spiel, ist genau das gleiche. Jetzt zu den Zutaten. Wir brauchen natürlich Eis. Wir brauchen Ananassaft, Grapefruitsaft, Likör 43, Apfelmus und von Mutti aus dem Schrank den Eierlikör. Den Likör 43 und zwar 5 cl davon. So. Dann kommt ein bisschen Eis rein. Und zwar brauchen wir davon 2 cl. Das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus. Dann 2 Barlöffel bzw. 2 Teelöffel Apfelmus. Ebenfalls 2 cl Grapefruitsaft. Vom Ananassaft etwas mehr, 8 cl. Das habe ich doch gut auswendig gelernt. So, das Ganze mischen wir jetzt. Ungefähr 3 Drittel füllen, nämlich 1 Drittel füllen. Ganz wichtig, das Basis nehmen, weil das Eis, was hier im Becher drin ist, das hat seine Schuldigkeit getan. Würde also nicht mehr so gut kühlen, sondern eigentlich nur noch verwässern. Oder Strohhalm rein und mein Kameramann darf jetzt als erstes probieren. So, wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert diesen Kanal, schreibt Kommentare. Wenn ihr keinen YouTube-Account habt, könnt ihr auch im Blog kommentieren. Der Link steht hier unter. Und natürlich die Zutaten für den Cocktail, den findet ihr auch im Blog und hier unten bei YouTube. Viel Spaß beim Nachmixen. Bis